Online-Karrieretag 2016 in München. Neben mir sitzt Nele Schellschmidt. Sie ist Online-Marketing-Controllerin bei Mytheresa. Nele, magst du einmal bitte sagen, was die Firma genau macht und was dein Aufgabenbereich ist? Also Mytheresa als Ganzes ist ein E-Commerce-Unternehmen, ein Online-Shop für Luxus-Frauenmode. Also eine sehr spitze Zielgruppe, weil wir sehr, sehr hohe Produktpreise haben, also wirklich oberstes Luxussegment. Uns gibt es seit ungefähr 10 Jahren. Angefangen hat die Firma als ganz traditioneller Offline-Store in München mit der Theresa-Boutique und dann vor 10 Jahren sind wir halt ins Online-Geschäft eingestiegen. Liefern jetzt aber in die ganze Welt. Also der deutsche Markt ist eigentlich nur noch ein sehr kleiner Teil. International sind wir auch super weit verbreitet, verschicken in die ganze Welt. Den Shop gibt es in 6 Sprachen. Ein international tätiges E-Commerce-Unternehmen im Luxus-Modebereich, würde ich sagen. Und ich bin im Online-Marketing-Team als Controller tätig, als Online-Marketing-Controller. Das heißt, kurz gefasst, kümmere ich mich um alles, was Zahlen und Analyse betrifft. Also angefangen beim Forecasting und Planning von unseren Zielwerten, von Budgets, in Absprache natürlich mit der Finanzabteilung und auch der Geschäftsführung. Analyse und Reporting, dann natürlich im täglichen Geschäft, Budgetsteuerung, Budgetverteilung zwischen unseren Online-Marketing-Kanälen, aber auch zwischen den verschiedenen Ländern. Also wir haben 16, glaube ich, Fokusländer, die wir im Moment bedienen. Alles, was so die Datensauberkeit angeht, also auch Themen wie Attribution, Tracking, liegen auch bei mir in meinem Aufgabenbereich. Im Bereich Luxus-Fashion zu arbeiten, ist ja der Traumberuf für viele junge Frauen. Wie sieht das denn aus? Wie kann ich es denn schaffen, um bei euch eine Stelle zu bekommen? Und muss ich denn dann auch wirklich auf Luxus-Fashion stehen? Also ich denke, es schadet nie, wenn man sich für das Produkt interessiert oder wenn man Feuer und Flamme für das Produkt ist, was man verkauft. Auf jeden Fall, das ist auch bei den meisten von uns der Fall. Man sollte Mytheresa schon gut kennen und man sollte schon auch Interesse am Produkt haben. Dass natürlich aber der durchschnittliche Absolvent oder Berufseinsteiger jetzt sich keine Handtasche für 1.500 Euro leisten kann, ist auch klar. Es ist auch absolut nicht so, dass wir alle in total schicken Klamotten den ganzen Tag rumlaufen und irgendwie shoppen wie die Verrückten. Es sind eigentlich alle ziemlich normal, sag ich mal. Natürlich ein gesundes Interesse fürs Produkt ist absolut empfehlenswert. Vom Hintergrund her sind die meisten von uns aber eher jetzt speziell im Online-Marketing, vor allen Dingen eher aus der BWL, VWL Marketing-Ecke, also vom Studium her. Es ist auch gerade im Online-Marketing der technische Aspekt einfach sehr wichtig. Also klar, wir verkaufen Mode. Aber dieses ganze Ad-Technologies, Marketing ist eigentlich fast wichtiger, würde ich sagen. Also ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches, aber es ist doch recht technisch. Es ist sehr zahlengetrieben, es ist sehr analysegetrieben. Im Endeffekt, wir sind halt das Performance-Marketing-Team. Aber ein Interesse an der Mode ist auf jeden Fall förderlich. Ich glaube, da macht die Arbeit auch mehr Spaß, also wenn man sich wirklich für das Produkt an sich interessiert. Genau, das wollte ich gerade sagen. Du hattest ja auch einen Vortrag darüber zwischen Zahlendschungel und High-Fashion-Welt, weil viele denken ja immer, Online-Marketing, dabei ist das ja doch sehr zahlenlastig. Wie kann ich mir denn da so einen Arbeitsalltag bei dir vorstellen, so als Online-Marketing-Controllerin? Man muss dazu sagen, dass ich als Controller natürlich noch viel mehr mit Zahlen und Daten und Excel-Sheets zu tun habe als der durchschnittliche normale Online-Marketing-Manager. Bei den anderen, also wenn man zum Beispiel auch im Affiliate-Marketing arbeitet oder im SEA oder auch im SEO, geht es schon auch noch mehr um die klassische kreative Arbeit, also um die Gestaltung von Banner oder was ist der Anspruch, also der ansprechendste Inhalt für unsere Kunden und wie bringt man die auf die Seite oder zum Beispiel gerade im Affiliate-Bereich auch die Kooperation mit Bloggern und so weiter ist schon viel mehr noch in dieser Fashion-Ecke. Ich als Controller würde sagen, der Modeanteil an meiner Arbeit ist höchstens 5%. Also es ist einfach eher in Richtung Finance, Mathe, Business Intelligence. Da muss man sich vorstellen, also quasi von morgens bis abends, was ich mache, ist
natürlich, also es gibt viel tägliches Reporting, Wochenreporting, Monatsreporting, das sind so die Standardaufgaben. Dann kommt viel auch Ad-Hoc-Analyse dazu, also wenn zum Beispiel die Performance der letzten zwei Wochen besonders gut war, dann wollen wir natürlich auch verstehen, warum die so gut war und was es da für Faktoren gab. Wenn sie schlecht war, dann natürlich umso mehr. Und auch das ganze Forecasting und die Planung von Zielwerten, zum Beispiel im Moment planen wir das komplette nächste Jahr, das heißt, man muss halt anhand von Zahlen, gepaart natürlich mit qualitativem Wissen, sich überlegen, was passiert im Juli 2017. Genau, und das ist schon sehr analysegetrieben auf jeden Fall. Seit September 2014 seid ihr ja das Tochterunternehmen von der amerikanischen Neiman Marcus Group. Hat sich da bei euch irgendwas in der Unternehmenskultur verändert und wie sieht die aus? Ich würde sagen, dadurch, dass wir autonom hier in München sitzen und auch hier alle Entscheidungen getätigt werden, merkt man so direkt nicht unbedingt so viel. Es ist natürlich super für uns, Teil einer so wichtigen weltweiten Gruppe zu sein, weil es natürlich auch bei unseren Kunden für was steht. Andererseits aber auch bei den Designern, bei denen wir einkaufen. Wenn die wissen, da steht die Neiman Marcus Group dahinter, dann ist es für die natürlich auch interessant, dass es nicht nur Maitherese, sondern die ganze Gruppe ist. Wir sind natürlich ein deutsches Unternehmen. Wir sitzen in Deutschland. Wir sind aber wahnsinnig international. Also wir haben es vorhin im Vortrag auch schon angesprochen. Es gibt 13 Sprachen bei uns und 50 Nationalitäten bei uns im Team. Die Website an sich gibt es auf 6 Sprachen. Daher sind wir so wahnsinnig international, dass so ein bisschen amerikanisches Input da gar nicht so einen großen Unterschied macht. Aber die Firmenkultur an sich würde ich als sehr offen beschreiben, wie gesagt sehr international, jung und dynamisch, hauptsächlich auf Englisch, also kommt auch ein bisschen aufs Team drauf an, aber dadurch, dass wir so Mitarbeiter aus der ganzen Welt haben, ist es auch wirklich sehr, also hauptsächlich auf Englisch. Das Schöne ist, dadurch, dass es uns erst seit 10 Jahren so gibt, gibt es durchaus diese Startup-Kultur. Es passiert alles wahnsinnig schnell, wir haben auch total krasse Wachstumsziele und auch Wachstumswerte. Daher, wenn man wirklich Ideen hat und wenn man irgendwie was umsetzen möchte, dann kann das sehr, sehr schnell gehen. Ja. Du konntest ja jetzt hier schon ein paar Einblicke sammeln beim Online-Karrieretag. Wie findest du denn die Veranstaltung bisher? Sehr interessant. Also ich finde die Mischung ganz gut aus Vorträgen einerseits, Panel-Discussions und dann natürlich die offene Messe, wo man einfach rumlaufen kann und an den verschiedenen Ständen sich informieren kann. Ich finde auch die Bandbreite ganz gut, weil es sind sehr junge Leute teilweise hier, aber auch Leute schon mit mehr Berufserfahrung, was für uns natürlich immer super ist, wenn die Leute schon Praktika haben oder vielleicht erste Erfahrungen gesammelt haben. Genau. Super, das freut mich. Dann wünsche ich euch noch einen erfolgreichen Tag, viele Bewerber und alles Gute.